Hallo Ali, ich bin's wieder. Flipperstein Schmatz, der rostige Corona-Knacker aus dem kleinen Städtchen Neulenkbach im Wienerwald. Ja, so schaut's aus. Ich lieg schon wieder auf der Terrasse. Denn es sind gerade ein paar Sekunden, wo es nicht regnet. Da habe ich mir gedacht, das nütze ich jetzt von und zu überhaupt aus. Und lese euch mal meinen Bauch vor. Die Corona-Zahlen und Fakten vor. Heute ist der 29.06.2020, der Stand 17 Uhr. 17.659 getestete Personen positiverweise. 606.375 Testungen insgesamterweise. Kranke inklusive Spital genau 600. Auf dem Punkt genau 0,0. 600,00. 674 Verstorbene. EMS, was auch immer das heißt. Emergency Motor Syndrom. Im Spital und intensiv 66 und auf der Intensivstation 8. Die Zahlen sinken, meine Freunde der Blasmusik. Was will man mehr? Das ist ein Tag, sage ich euch. Gute Nachricht. Heute habe ich besser geschlafen und die anderen schlechter, denn ich habe geschnarcht, habe ich gehört. Ja, damit müssen Frauen leben, wenn sie verheiratet sind. Was kann man machen? Dann ist es losgegangen. Als erstes ist schon mal das Gas ausgewiesen. Ich habe eine Gasflasche am Gasofen und das war schon mal aus. Das war schon mal enorme Arbeit. Und dann hat die Waschmaschine, die rechte Waschmaschine, die schon immer mal wieder mal geblinkt hat, ohne zu wissen warum. Also sie hat viele LEDs und wenn drei übereinander blinken, dann ist die Kacke am Dampfen, kann man sagen. Ja, wie dem auch sei, sie hat die Wäsche nicht fertig gemacht. Sie hat immer wieder geblinkt, dann hat es aufgehört, dann hat es wieder was down und dann hat es wieder geblinkt. Und deshalb habe ich mich von und zu überhaupt mit dieser Waschmaschine beschäftigt. Und ich sage es euch, es ist peinlich. Das offensichtliche Fehlersyndrom war, dass sie das Wasser per Laugenpumpe nicht entsorgen konnte. So, jetzt habe ich die Standardprobleme durchgegangen. Ich habe einmal die Laugenpumpe behandelt. Das Flusensieb gibt es nicht, da ist nur so ein Witschigakschi und das war in Ordnung. Und dann habe ich den Abflussschlauch, denn da gibt es drei Geräte, die in einen Abfluss müssen. Da gibt es immer wieder Verstopfungen gereinigt. Und alles hat nichts genützt und sie hat immer wieder geblinkt. Und zwischendurch habe ich natürlich immer wieder Wasser einfüllen müssen. Und habe dann abpumpen lassen und dann ist das nicht abgepumpt. Dann habe ich das aufgemacht und dann war das ganze Bad unter Wasser. Das muss man jetzt aber dazu sagen. Unser Bad wurde so konstruiert, dass aus dem ganzen Raum das Wasser Richtung Brause rinnen soll und in der Brause ist dann sozusagen, in der Dusche, ist sozusagen der Abfluss und da würde das dann rausrinnen. Das war der Plan, nur die Estrich-Firma hat es nicht geschafft. Sie hat zwar im Bad selber das geschafft, aber WC und Waschmaschinenbereich, die rinnen irgendwo hin. Also sie haben es nicht ganz geschafft, was natürlich sehr frustrierend ist. Kann man im nächsten Haus besser machen. Bauen wir ein Haus und machen wir es besser. So. Langes Hin und Her, ewig. Also ich habe 2 Stunden mit dieser bescheidenen Waschmaschine herumgetan und dann bin ich irgendwie auf die glorreiche Idee gekommen, dass dieses Plastikzumpfi, das da rausgeflogen ist, irgendwie falsch ist und habe das hin und her und irgendwann war es dann drinnen und dann hat sie zumindest einmal gewaschen. Juhu! Schauen wir mal, ob es so weitergeht. Ja, dann habe ich mal die Kinder in den Kindergarten und die Schule gebracht. Ich war intelligent heute. Ich habe schon mal 40 Minuten vor Schulbeginn begonnen und wir sind tatsächlich 3 Minuten vor Schulbeginn bei der Schule gewesen. Das war ein super Schnitt. Normalerweise geht sich das nicht so schön aus. Dann bin ich nach Hause, habe mich mit meinen Access Points weiter beschäftigt, aber nur kurz. Und nachdem wieder einer funktioniert, bin ich wieder abgebogen. Und dann war es gerade so, dass es heute nicht so heiß war, so ähnlich wie jetzt irgendwie so. So mit Wolke und mit Wind und mit Feucht, aber nicht so heiß. Und deshalb habe ich spontan beschlossen, um 8.30 Uhr, ich springe jetzt auf den Traktor mit dem Mähbalken. Das hätte ich nicht tun sollen, denn schon auf der Koppel angekommen, wie ich den umgeklappt habe, habe ich gesehen, dass schon wieder 4 Zähne lose sind. So weit, so schlecht. Dann war es aber so, dass sich diese Zähne nicht montieren lassen haben, denn von unten habe ich ja zugeschweißt. Und da waren auch die dabei, die jetzt lose waren. Jetzt habe ich diesen halben Mähbalken zerlegen müssen, damit ich das nieten kann. Katastrophe. So, dann fahre ich, rutsch planlos rückwärts wieder den Berg hinunter. Eckler, schafft dann 2 Runden und dann fehlen schon wieder Zähne. Habe ich die Zähne wieder montiert. Und nach 1 Stunde fehlt schon wieder der äußerste Zahn. Und wenn der äußerste Zahn fehlt, dann verwurstelt sie das alles so und dann ist eine Katastrophe. Also bleibe ich stehen und will den ranmontieren.
ist mein Werkzeug weg. Habe ich nämlich in der Werkzeugkiste vom Traktor so ein Gegenstück, das man unter den Mähbalken klemmt zum Draufklopfen. Und das ist weg und ich habe es nicht mehr gefunden. Nachdem es der äußerste Zahn war, hat sich das auch mit einem Hammer lösen lassen. Aber für die Zukunft Katastrophe, sage ich nur. Weiß noch nicht, was ich da tue. Ich habe die Ausschau gehalten, nichts ist gegangen. Ja, und gegen 12 bin ich dann soweit einmal zum Ende gekommen, damit ich meine Kinder holen kann. Gemäht habe ich circa ein Viertel, wenn es gut geht. Nein, nicht einmal ein Viertel. Katastrophe, sage ich euch. Okay, gut. Hab die Kinder geholt, auf das gehen wir nicht näher ein. Aber ich, warum ich heute hier sitze, hat einen Grund. Denn ich will euch die Natur erklären. Die Natur. Ich will euch erklären, warum die Frauen die Kinder kriegen. Tja, das ist nämlich überaus hyperrelevant. Die Natur hat das so eingerichtet. Die Frau wird schwanger, kriegt einen hübschen Bauch und gebärt dann ein Kind auf die eine oder andere Weise. Im Zuge dieser Schwangerschaft und der Kindesgebärung wird die Frau umprogrammiert, dass sie unendlich viel Geduld mit Kindern hat. So wird sie programmiert. Die Frau wird so programmiert, dass sie, wenn ein Maulwurf unter der Erde pupst, wach wird, damit sie dem Kind helfen kann, wenn es irgendwie weint oder so. Und sie wird so programmiert, dass sie nicht reagiert, wenn eine Katze in der Nacht blärt. So wird die Frau von der Natur programmiert. Das ist ultra mega hyperintelligent. Und jetzt kommt das Problem. Die Natur war nicht dabei, wie das mit der Emanzipation begonnen hat. Ja, mit der Emanzipation. Da war die Natur nicht dabei. Und deshalb hat die Natur nicht mitbekommen, dass es jetzt auch Männer gibt, die für Kinder zuständig sind. Das hat jetzt zwei Probleme. Das erste Problem ist, der Mann hat überhaupt keine Geduld mit Kindern. Ist so. Fakt. Ja. Außer er gebärt das Kind. Passiert aber relativ selten. Wobei, wenn man jetzt in der Orwell zuschaut, da könnte... Okay. Zweitens. Die Frau, die jetzt aber dann arbeiten geht, wenn der Mann für das Kind zuständig ist, die wird nicht zurückprogrammiert. So, das heißt, die Frau geht mit einem intelligenten Erziehungsaushaltansatz an die Kindergeschichte ran. Jetzt ist es so, jetzt ist der alte Knacker mit den Kindern und heute sind es ja wieder vier, wir haben ja einen Wechselbalg, der wieder da ist, ist der alte Knacker seit 12 Uhr oder 12.30 Uhr mit vier Kindern und hat da schon so ein Hals und so eine dicke Haut. Er hat sein System so entwickelt, dass er das kleinste Kind aushält, während er eine Fernwartung macht und zwei andere Kinder aushält, die es nicht und nicht auf die Reihe kriegen, zu verstehen, dass wenn man beruflich arbeitet, der Mund zu bleibt oder man geht wohin, wo man nicht stört. So, das Hammer. Und das hält der alte Knacker inzwischen aus und er schickt dann zwischendurch die Kinder mit so einem Blick, das kriegen die Kunden meistens gar nicht mit, da schaut er mal so und die Kinder wissen, oh, jetzt heißt es aber Abstand halten, denn sonst, huh, Kacke am Dampfen. Gut. Und dann irgendwann kommt eine Nachricht von der Frau, dass sie heute ein bisschen später kommt und sie aber eh nicht mit ist, weil sie eh schon mit den anderen gegessen hat. Und dann machst du halt das Essen. Gut. Da teilst du dann gleich ein Kind ein, das ziemlich einen Bofe gemacht hat, heute schon und gestern und vorgestern und vorvorgestern. Das macht dann ganz toll die Karotten klein und die Zucchini. Und dann ist das ursuper und du hast ein tolles Essen. Du machst noch die Würstel dazu und ein bisschen Salz und perfekt, Oregano, alles toll. So, und dann beginnst du deine Kinder zu duschen, weil Montag ist. Und während du das eine Kind duscht, kommt die Frau dazu. Und hat natürlich, weil sie ja nicht umprogrammiert wurde von der Natur, das unheimliche Bedürfnis, dieses Kind zu versorgen. Und das tut sie dann auch. Tatsache ist aber, dass die Frau überhaupt nicht mitbekommen hat, was heute schon am Laufen war. Woher auch. Ja? Und das heißt, dass es dann einen Riesenkonflikt gibt und alle explodieren. So. Und das ist das Thema unserer Gesellschaft. Die Emanzipation, die nur halbherzig durchgezogen wird und nicht bis in die Grundfesten in die Menschen hineinprogrammiert wird, dass dann der alte Knacker unendlich Geduld hat und beim Maulwurf Pups aufwacht und nicht schnarcht und die Frau schon schnarcht
und nicht mehr aufwacht. Das fehlt. Und das ist das Problem unserer Gesellschaft. Und ich lade euch ein, findet eine Lösung und postet sie unter das YouTube-Video und wir werden alle glücklich sein. So, jetzt schauen wir mal, wie lange diese Einführung da gedauert hat in das Leben. 10 Minuten, 20 Sekunden. Ist ja optimal. Dann bleibt noch die Auskunft, was wir gegessen haben. Habe ich schon gesagt. Gefrühstückt haben wir, ich nicht. Die anderen Brot, das eben nicht so gut geworden ist, von wegen, weil der Ofen kein Gas mehr hatte am Abend. Da fliegen schon wieder die Flugzeuge, also jetzt ist es vorbei mit der Krise. Und ich habe dann noch eine Kokoskuppel und ein Bounty gegessen. Ja. Morgen ist Dienstag, da werde ich, keine Ahnung, ob es morgen ein Video für euch gibt, denn morgen werde ich, das ist ja auch spannend, wenn die Frau von der Arbeit nach Hause kommt, werde ich mich zusammenpacken und zu einem Kunden fahren. Das heißt, ich werde die Kinder fliegend übergeben morgen und meine Frau wird sie zu Bett bringen. Die Kinder werden sich uraufführen, weil sie das in der Form selten haben und nicht gewohnt sind. Und ich werde keine Zeit haben für ein YouTube-Video. Vielleicht mache ich es während der Autofahrt. Ja, und dann schauen wir mal, ob es morgen noch online geht. Wenn nicht, dann ist es halt übermorgen. Ihr kennt euch aus. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann da drüben im Eitle Kindergarten. Aber erst viel später dann.